Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fernbus Simulator. Wir sind wieder am Start mit unserem Flixbus und wir reisen heute von Berlin auf die schöne Insel Usedom. Nachdem wir in der letzten Folge Leipzig-Berlin gefahren sind, geht es heute auch reif auf die Insel. Wie gesagt, wir müssen ja Step by Step anfangen, die ganzen Karten, die Gegenden hier freizuschalten. Und wir wollen halt erstmal ein bisschen in die Richtung Norden. Also wir haben mehr oder weniger noch genug zu tun. Wie ihr seht, haben wir ganz viel. Bis wir dann irgendwann mal vielleicht in den Süden fahren. Wir wollen dann nochmal Flensburg, Kiel, Hamburg. Das machen wir alles so nach und nach. Wir müssen erstmal die Städte freischalten. Das ist es halt einfach. Jetzt geht's erstmal nach Usedom. Von Usedom geht es dann irgendwann mal nach Ahlbeck, die Kurzstrecke, und dann wahrscheinlich über Wolgast, dann nach Stralsund und Zellin. Aber jetzt erstmal ein bisschen weitermachen. So, gut, dann gucken wir mal gerade nach, zurück, und wir machen wieder. Ich fahre natürlich auf realistisch, und heute fahren wir mal, eigentlich ist es perfekt, Seewetter auf Regen, nein, wir fahren im Sommer. Oder kommen wir, Gewitter? Die Gewitter haben wir gar nicht freigeschaltet, schade. Regen, Sonne oder wechselhaft? Wir nehmen wechselhaft. So, wir gehen aufs Datum. Heute ist der 1.6. Und die Zeit ist 18 Uhr. Darf ich das irgendwie freischalten jetzt so ein bisschen? Okay, wir dürfen erst 16 Uhr. Also wir müssen Level Stufe 3 erreichen. Wir sind Stufe 2, glaube ich, mittlerweile. Ja. Gut. Was nehmen wir denn heute für einen Bus überhaupt? Nehmen wir denn mal was anderes? M1, Second Gen. Noch ein M1. Also, Albotanisch, ja gut, das ist klar. Wir nehmen heute den langen Bus hier. Gut. Spiel starten. Und damit herzlich willkommen in Berlin. Oder wieder in Berlin, sagen wir es mal so. So, da sind wir wieder am Start in der schönen Bundeshauptstadt. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir machen uns heute auf den Weg nach Usedom. Ja. So, Tür zu. Ich stelle mal schon alles ein. Küche machen wir an. Darf man noch nicht? Okay. Achso, wir müssen jetzt mal den. Warte mal. Muss soweit klar machen. So. Erstmal nicht. Und da schönes Wetter jetzt, machen wir natürlich wie immer das Fenster runter. Klimaanlage schon auf 30 Grad. Oder Temperatur auf 30 Grad. So, wir haben Abkunft 16 Uhr. Wir haben 12 Kilometer vor uns von hier aus, okay. Jetzt gerade erstmal gar nicht gesehen, das machen wir gleich. So, jetzt machen wir Küche an, WLAN an, Klo an. Also brauchen wir gerade nicht. Wir haben die Gepäckluftgang sind auf, Ansage an, Usedom, Route Nummer 2, die Ansage brauchen wir jetzt gerade nicht. Navigationsmonitor brauchen wir, Leselicht und auch die Innenraumbeleuchtung. Wir haben Wetter, ist schön, machen wir aus. So, dann machen wir auf. Vollgas. Und dann reisen wir los zu unserem ersten Fahrgästen. Wenn man das darf. Jetzt. Ja, reisen wir 12 Kilometer zu unserem Startpunkt. Hier unser Fernbus. So, das war mal. Oh, lässt er draus? Lässt er draus. Upsi. Also das ist, was ich ein bisschen schade finde, ich muss glaube ich komplett erst auf die Bremse treten, damit er überhaupt steht, damit hier die Haltestellen-Einrichtung drin ist. Die Haltestellenbremse heißt sie, also zumindest ist es im Linienbus der Fall. Im Fernbus ist es nicht immer vorgeschrieben, aber im Reisebus ist es nicht vorgeschrieben, aber im Linienbus durchaus. So, wir sollen 16 Uhr am Start sein. Aber gefühlt sehr laut der Bus.
Natürlich soll man erstmal runtergehen auf 50, ja. Boah, ja, was hupt ihr denn da hinten alle so? Stress doch nicht rum. Das links ist das der Hauptbahn? Soll das der Hauptbahnhof sein? Ich war ja vor ein paar Tagen tatsächlich sogar hier in Berlin. Wir haben uns ja ein paar Städte angeguckt und haben ein paar Dinge, zum Beispiel in Leipzig, wieder erkannt. Ich habe immer noch gelb. Aber ich habe Ritala mal ein. Das ist einfacher für mich immer. Warte mal. Ja. Hauptbahnhof? Soll das der Hauptbahnhof sein? Hm. Ich werde jetzt eh ein bisschen viel mehr von aufnehmen. Gerade bei mir, wenn ich jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt Urlaub ein paar Tage. Och ja, herzhaft. Könnte, ne? Könnte der Hauptbahnhof sein. Ein bisschen hier rechts. So, ich mach mal kurz meine Sitzposition, bis wir da hinten nicht sehen, sonst nicht. Schon vorsichtig, nicht, dass er irgendwann kommt. Ich nehme schon beide Spuren mit. War das jetzt gerade ein Flackern vom Bild oder war, bin ich jetzt geblitzt worden gerade? Eigentlich nicht, ne? Oh, da sind wir wieder. So, wir stellen uns wieder dahin, wo wir in der letzten Folge auch gehört haben, wo wir die ganzen Leute abgeladen haben. Die wollen natürlich heute in den Urlaub fahren. Viele wollen in den Urlaub. So, wir sind überpünktlich. So, Türchen auf. Machen wir mal die hinter. So, checken wir mal durch. Hallo, ich will mit dir reden. Bitte sehr. Anmeldung. Wer bist du denn? Du bist. Wer bist du? William Lindner. Da hinten ist er auf der 9. Vielen Dank. Guten Morgen. Hey, das Ticket. Bitte schön. Berlin nach Usedom. Eslem Schulz. Warte mal. Eslem Schulz. Eslem Schulz. Ich muss gerade gucken. Ach ja. Ich mach's mal mit dem Steuerkreuz. Das ist ein bisschen einfacher. Hier unten ist er. Tschick. Ciao. Hallo. Du bist. Du bist Flipper Gärtner. Philippa Gärtner. Ich dachte, da bist du da auf der 2. Danke sehr. Jo. Du bist. Mein Ticket. Ja, Moment. Du bist Timo Kirchhoff. Auf der 8. Danke.
Passt soweit. Salut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Warte, ich sehe es gerade. Wer bist du überhaupt? Lina Köper. Da ist auf der 6. Ja? Verschwinde du mal. Hallo. Fahren Sie gut, in meine dann. Richtung? Ja, Berlin-Usedom ist schon richtig. Und du bist Fritze Auer. Da ist er auf der 13. Passt so was? Grüezi. Moin. Bitte sehr. Grüezi. Und das in Berlin. Ich glaube schon, das ist der Schwätz. So, dann haben wir hier als nächstes den Quentin Buschmann. Den Quentin habe ich gar nicht. Doch, da unten ist er auf der 11. Moin. Guten Tag. Guten das Tag. Bitte schön. Miran Bastian, da ist er doch. Duell. So, du bist drin. Guten Tag, das Ticket, bitte schön. Ja. Okay. Ich hätte vorher wahrscheinlich jeder die einbuchen müssen. So, du bist jetzt. Wer? Asia Reiter. Da ist er, auf der 3. Cool. Moin. Mahlzeit. Bitte. Hallo. Du, wieso wird das immer später? Das ist jetzt der Umut. Dankeschön. Servus, das Ticket. Bitte schön. Ja, Francesco, schön. Also doch. Cool. Jawohl. Salut, das Ticket. Bitte schön. Ich hatte eigentlich die Dame neben dir gemeint, aber okay. Eli Weiler. Eli. Sehr freundlich. Mahlzeit. Hallo. Warte mal. So. Ich habe mal eingecheckt. Marie Bayer. Marie. Da ist er. Danke sehr. Hallo, bitte sehr. Ja, du bist der Erin. Wie bist du da drauf? Doch, da ist er noch, der 1. Danke. So, du bist jetzt die letzte Fahrgast, die letzte Fahrgast. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Marike, du fehlst auch für die letzte, ne? Und damit haben wir es soweit. Alle da einfach. Alle Fahrgäste und Bob. So. Da. So. Soweit alles klar. Das Tag ab aus. Sieht aber an. Wir machen mal 21 Grad. Okay. Küche an. Ja, WLAN an, WC an. Jetzt keine Mathe, keine Ansage? Ich wollte jetzt auf die Ansage durchlaufen lassen. Fahrgast wollte ich doch an. Ja. Nächster Halt Usedom, Ankunft 19:11. Oh, das hört sich ja schrecklich an jeden. Ich weiß nicht, ob ich das nur höre oder ob ihr das auch hört. So, Abfahrt 16:02, sprich in 5 Minuten. So, geht sofort, hier los. Ich möchte mal nur ganz kurz mich um selber noch ein bisschen einstellen hier, bevor es hier weitergeht. Zeit habe ich jetzt gerade.
Vorsicht! Bin ich jetzt bald wieder alles. Ich sehe jetzt wenig gefühlt noch, ne? Ich bin froh, dass ich Anführungszeichen in diesem Buch scheinbar die Anfrage nicht so richtig mitbekomme. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Es sind noch 4 Minuten. Machen wir schön den Bus ein bisschen warm laufen. Bisher hat doch keiner gemeckert wegen der Klimaanlage. So, dauert alles jetzt. Natürlich dauert jetzt. Was hupt denn da hinten euch ein Zugricht? Kann ich genauso. Meine Güte. Und ja, ich spiele die PlayStation-Version. Ich spiele die PS5-Version. Ich habe zwar einen PC, der soweit wieder auch fertig ist, aber ich bin Konsolenkind. Ich spiele grundsätzlich auf der Konsole. So, wir brauchen jetzt noch, was haben wir vor uns? 275 Kilometer bis Husum? Was war das? 272, 275? Geht eigentlich relativ schnell. So, geht gleich auf jeden Fall wieder weiter. So, mal gucken. Wo wir schon irgendwie hin. Das Problem ist immer, das Warten auf die Abfahrtzeit. Ich weiß nicht, wie dramatisch das Flixbus sieht, wenn ich ein bisschen zu früh losfahre. Aber eigentlich haben wir ja alle Fahrgäste auf der Liste. Kann ich hier schon anfangen? So, dann Abflug. So, dann fahren wir los, ne? Halt doch nicht rum, ey. Wir sind gerade mal vom Hof runter. Ich habe gar nicht immer die Klimaanlage an, glaube ich, oder? Die Klimaanlage ist sogar aus. Genau, 290 Kilometer bis auf die Insel Usedom. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich schon Videos gesehen tatsächlich. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen das Gas weg. Oh, schön. Da habe ich geforscht. Da habe ich vorgestanden. Oh, mit die Rauskutter. Ich habe mich jetzt irritieren lassen ein bisschen. Scheiße. Ich habe nicht auf die Links geachtet. Ich habe nicht auf die Statue geachtet. Sorry, mein Fehler. Ich habe mich bis auf die Statue gehalten, weil ich habe ja erzählt, dass ich vor ein paar Tagen in Berlin war und ich habe genau vor dieser Statue gestanden. Das ist ein großer Kreisverkehr. Wir haben hier eine Stadtrundfahrt gemacht, mit dem Stadtrundfahrtsbus halt, ne? Sightseeing und alles drum und dran, und dann sind wir tatsächlich genau an diese Stelle auch gefahren.
So, und jetzt jagen wir schön in Richtung in den Urlaub. Lauf lassen, dass wir nicht zu schnell hier rumfahren. Wie sieht überhaupt der Tankstand aus? Hört man das gerade so mal so ein bisschen aus? Ich hätte mal vielleicht mal gucken können, wie weit wir Sprit noch haben, ne? Also, ist voll. Okay, alles gut. Brauche also nicht tanken. Gut, hier auf der Strecke geht's noch. Aber ich glaube, der wird uns natürlich auch eine Warnung schicken, wenn es heißt, ne, hilf doch mal tanken, Kollege. Nee, alles gut. Ist aber nicht los gerade, ne? Also nicht viel zumindest. Gut, ich muss zugeben, ich habe doch den... warte mal kurz, ich muss gerade ein bisschen mich orientieren. Was ist das, Selin? Ist das richtig? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist nie zum Verzichten. Das ist okay. Der Gegenfahrer ist ein Unfall passiert. Okay, das ist für uns uninteressant. Aber wir müssen gerade ausweiten, ne? Aber das ist okay, oder? Oranienburg durch Trelitz, Brandenburg, Rostock-Selin. Ist doch Rostock-Selin, okay. Selin ist ja in Rügen, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Ich glaube, ich war sogar schon mal da. Also. Gibt's da nicht die coole bekannte Seebrücke? Doch, war das Selin? Doch, eigentlich schon, ja, ne? Die Rüganer unter uns, ja, doch, eigentlich ist es ein Grund, wir sind wirklich, dass das Selin gewesen sein. Ich war auch schon da. Ich war doch auch schon mal da. Ich meine, bin mir sicher, dass es Selin ist. Ich war bis 2006 fast jedes Jahr auf Rügen. Und meine mich auch zu erinnern, dass ich auf der Seebrücke stand. Rügen ist schön. Rügen ist schön. Schön voll die schön Zelten, schön Camping. Warte mal, das müssen Gas wegnehmen. Oh, Alter. So. Wir haben jetzt noch 255 Kilometer bis nach Usedom. Usedom ist so schön. Wie gesagt, da gibt es auch ein paar Punkte tatsächlich, die man so ein bisschen wiedererkennt. Wie hat's sogar? Doch! Jesus! Lecker nicht! Alter! Jetzt ist es zu warm! Ja, heute war anders. Ich habe jetzt so 24,5 Grad. Ich habe noch immer die Klima. Die Klimaanlage ist noch immer an. Das ist der. Das ist eigentlich der Thermostat. Der Hecke hält mich jetzt ein bisschen auf. Ja, mal gucken, ob das da irgendwas kommt. Oh, da komme ich gar nicht rein. Das ist eine ganze Kolonne. Da schließt mich auch sehr schnell auf. Das heißt, ich komme nicht in die Lücke rein. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie raus müssen irgendwann. Was haben wir hier vor uns jetzt? Staugefahr oder was? Okay, Überholverbot. Überholverbot? Gehen wir zum Busse? Was ich mache? Ich komme nicht rüber, weil ich habe das Auto neben mir. Lass mich mal rein da! Ja, bei! Da ist ein kleiner Stau, ich dachte mir... Oh, Notfall. Oh, da hat aber kräftig geknallt. Noch kein Rettungsdienst an Bord. Gut, unsere Baustelle ist es jetzt mehr oder weniger nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde, wenn ich sowas hätte. Also ich habe tatsächlich im September sowas live miterlebt. Da war ich bei Bekannten zu Besuch im Ruhrpott in Oberhausen. Und Alter, meine Stimme. Ich bin ein bisschen kältet noch. Da war ich zu Besuch in Oberhausen tatsächlich. Und da sind wir dann unterwegs gewesen zum Konzert, das in Gelsenkirchen stattgefunden hat. Und auf dem Weg dorthin hat es tatsächlich einen Unfall gegeben. Da hat, glaube ich, sich einer reingedrückt in eine Lücke, hat das Auto abgedrängt und das Auto ist quasi in einen Abschleppwagen vom ADAC reingerutscht. Das war nicht schnell. Das hat trotzdem kräftig gerutscht, aber da habe ich auch nicht darauf reagiert, weil es waren auch schon sehr viele da mit an Bord. Und haben beziehungsweise sehr viele in der Nähe. Da brauchte ich nicht kräftig. Oh, da war das Polizeikontrolle, oder? Und ich rate, ich muss jetzt wieder an die Polizeikontrolle, ne? Ja, natürlich.
Das heißt, wir müssen hier raus, oder? Stop, Polizia. Ja, doch, eigentlich schon, oder? Ja, müssen wir. Ich habe die Linie erst so spät gesehen. Das hat auch der Fahrt nach Berlin auch, hat meine Polizeikontrolle. Da war aber soweit alles okay. Jetzt gucken wir mal, ob alles okay ist. 25,9. Das ist auch richtig günstig. So, gucken wir mal nach, ob der Polizei abgesagt hat, das ist okay. Führerschein? Passt. Fahrzeugschein? Passt. Licht? Passt. Bahndreieck? Ist da. Warnweste? Ist dort. Angeschaltete Fahrgäste? Wunderbar. 12 von 15? 12 von 15? Das ist ja nicht angeschnallt. Kann ich nicht mit der Kanche. Eigentlich war jetzt der Gedanke dahinter. Hab ich das nicht kontrolliert? Hallo? Ich darf euch. Darf ich euch jetzt nicht die Ansage machen, dass ich hier das hier reinschaut habe? Okay. Aber soweit ist alles okay. Ihr könnt mal eine Pause machen, rein theoretisch. Machen wir es aber nicht. Wir fahren nämlich durch. Wir haben jetzt noch 210 Kilometer vor uns. Ich kenne die Insel, den Inselverkehr. Das kann auch noch mal kurz Zeit kosten. Alter! Ja, was für ein Unfall! Den habe ich. Ich wollte da rein. Ich wollte schon mal in der Spur mal darüber ziehen und den Mund zum Brett hätte noch rein. Der hätte auch mal rübergehen können. Den habe ich auch sehr spät gesehen, weil er ist so, weil er angeflogen kam. Entschuldigung. So, da kann man wieder rüber. Warte, holen wir uns mal kurz den LKW gerade. Ach ja, 199 Kilometer bis zur Insel. Mai, was wollt ihr euch von meinem ganzen Scheiß Klimaanlage? Die steht auf 24 Grad. Hier, 26 Grad. Mein Gott, bist du warm? Ja, bist du warm. Ankunftszeit 19.11 Uhr. Jetzt dürfen wir 130 fahren, da schaffen wir es nicht, und wir schaffen 100. Und da vorne kommt schon wieder die nächsten Warnschilder. Haben wir eine Fragezeichen? Haben wir eine Autobahn? Haben wir eine Linksautobahn auf der Strecke? Wir haben gar nichts auf der Strecke. Ne? Wir haben keine weiteren Warnmeldungen. Wir haben keine Baustellen. Ne, das Schilder sind eigentlich egal, weil die sind eigentlich mehr oder weniger geradeaus. Also können wir eigentlich bequem fast bis Insel durchfahren. Oder? Sehe ich das gerade falsch? Und seht es mir bitte gerade ein bisschen nach, dass meine Stimme etwas kratzig ist, dass ich momentan auch ein bisschen verschluckt bin. Das ist eine Mischung aus Allergie und ich bin auch ein bisschen erkältet. So, wir kloppen ja einfach mal kurz rechts auf der Spur vorbei. Der Feuerwehr ist auch schon unterwegs. Und was fahrt ihr in 70? Und die Polizei davor. Hey, da ist der Kollege. Der Klaus. Moin Klaus. Gestern war der Dieter, heute ist der Klaus. Ich bin der Uwe, ich bin auch da. Hm. Ist das ein Kollege davor? Ist das ein Bus? Sieht aus, ne? Ja. Von dem Taxi. Das Taxi sieht aber auch sehr schräg gelagert. Schräg aus. Also, kommt der nächste Kollege schon wieder. Hier Flixbus unterwegs, natürlich klar, hier dagegen. Ist natürlich die entspannte zur beliebteste Fahrt zu reisen. So, schauen wir wieder rüber auf die rechte Spur, damit wir hier. Na, damit wir hier nicht unbedingt den unnötigen Verkehr aufhalten. Da vorne ist die Polizei schon wieder. Die Frage, wenn ich die jetzt berühren würde, wenn ich da jetzt Unfall mit dem Model, würde ich das jucken? Du holst aber jetzt nicht ohne Vorwarnung raus, oder? Das
machen die nicht. Ich schaue mal, wo jetzt gerade mit der Klimaanlage schätzt zu gehen. Bäckert jetzt gerade weniger. Das bäckert jetzt gerade ein bisschen weniger. Wir reisen durch die Gegend und wollen natürlich entspannt hier ankommen. 150 Kilometer, liebe Leute, noch, dann haben wir es geschafft. Leider, aber dann können wir auch nur erstmal eine Stadt immer von A nach B fahren und nicht A, B, C, mehrere Stopps. Das können wir dann irgendwann mal machen, wenn wir mehrere Haltestellen frei haben, wenn wir ein bisschen die Gegend frei haben. So, Pipi muss jemand. Pipi muss keiner. Sieht ein bisschen sackmäßig aus. Eigentlich sieht es gut aus, ne? Problem ist hier natürlich, dass ich meine Sitzposition die Tackanzeige nicht. Oh, jetzt kann man. Geht scheinbar bergauf, weil wir gerade ein bisschen runtergebremst werden. Das macht mir gerade Sorgen. Okay, warum auch immer. Das macht mir tatsächlich gerade ein bisschen Sorgen, weil ich von wegen jetzt gerade gedacht habe, mit Tanken und alles drum und dran. Nicht, dass es jetzt gerade der Sprit ausgeht. Nee, alles ist gut. Okay, Maut. Ich hatte jetzt tatsächlich echt ein bisschen Panik, dass ich gedacht habe, scheiße, das ist jetzt echt was verpasst, die Tankanzeige zu checken. Wie haben wir denn überhaupt noch? Wir sind 17:30, wir haben 120 Kilometer noch. Wir haben 120 Kilometer vor uns und wir haben noch eine Stunde und 40. Also wie gesagt, natürlich, da der liegt der Verkehr um. Wir werden wahrscheinlich über pünktlich sein. Man will kann man. Hier drin wachsen schon Eiszapfen. Oh, halt doch die Backen. Ey, die steht auf 26 Grad hier. Du bist zu warm. Oh, zieh doch nicht so rein! Alter! Den Unfall kann ich jetzt nicht führen. Das war jetzt erst die, also erst die Feuerwehr, okay, das hätte ich doch mitbekommen. Das hätte ich ja gesehen, dass die reingezogen rübergezogen ist. Aber dass die Polizei da noch ohne zu gucken reinballert. Also für den leichten Unfall kann ich jetzt nichts, liebe Leute. Das geht jetzt auf die Polizei. Alter, was schepperten die da so ohne Grund rein vor allen Dingen? Die standen ja eine Weile, aber natürlich das Problem, das ist mal vorbei. Und dann scheppert die, dann kommen die rüber, also geht es die verziehen jetzt die Feuer, und dann zieht die Polizei ohne zu gucken. Ohne zu gucken, heiße kalt. Die Säcke. Heiße kalt, die Säcke. So, gehen wir mal rüber. Kurze Feuerwehr. Das Wetter sieht aber riesig aus, also es scheint nur Küstenwetter zu sein. So, wir machen jetzt weiter Richtung Anklammer, Richtung. Warte mal, ich muss jetzt gerade gucken. Anklamm ist. Wo ist denn Anklamm jetzt hier dahin? Warte mal. Da oben ist noch eine Gefahrenstelle. Ne, sind wir durch. Husedom, Albeck. Nee, das ist alles was richtig, ne? Also wir fahren jetzt allzu lange nicht mehr. Wir fahren jetzt, glaube ich, danach die nächste Ausfahrt wieder raus. Und dann fahren wir Richtung Insel. Dann kann es, glaube ich, jetzt gerade nicht auf der Karte drauf. In Brandenburg habe ich auch nicht. Also müssen wir jetzt mal nur gerade ausfahren. Ja, ist schon richtig so.
Oder 30 dürfen wir. Jetzt merkt man auch schon, dass es Richtung Küste geht. Jetzt geht es schon straight Richtung Küste. Ihr seht schon. So, die Ostsee, ist das schon die Ostsee? Das ist schon die Ostsee, ne? Der rechts neben uns? Doch, der, ja doch. Klar, natürlich. Ah, geliebtes Meer. Ich will wieder hin. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich ein paar Mal da war. Ich war früh lange, eine Weile. Und so weit ist es, glaube ich, von Berlin, von Celine gar nicht, wo wir waren. Wir waren unten so ein bisschen im Zipfel drin. Also wenn man Celine geht und dann so ein bisschen runter geht, in der Ecke, da waren wir drin. Ich glaube, das ist Sicherheitsabstand, da gibt es wieder Erfahrungspunkte, wenn du jetzt den Sicherheitsabstand einlädst. Aber ich werde jetzt hier gerade nur gefüllt mit 75 aufgehalten, weil die gerade. Ach hier, der hält wieder alles auf da vorne. Oh, Alter! Alter, geht ihr mir auf den Senkel? Vor allem hier steht hier! Warum steht die hier zur Hölle? Warum steht die hier? Das ist eine Autobahn. Die könnte nicht parken. Seht ihr auch, das ist das Ganze. Das meine ich halt einfach, ne? Wie gesagt, neben Polizei und Feuerwehr, die geparkt haben mit dem Taxi zusammen. Feuerwehr zieht rein. Wie gesagt, schön und gut, das hätte ich auch reagieren können. Aber dann zieht die Feuerwehr ohne zu, die Polizei ohne zu gucken rein. Oh ja, dann müssen wir den Verkehr hier auf. Ja, Hilfe. Fahren wir doch eigentlich bis zur Verhaftung. Das ist jetzt danach die nächste, oder? Die nächste raus. Juhu! So, ich musste nur ganz kurz zwischendurch mal, muss ich die Videos gespeichern, damit ich hier nicht mehr in Zeit drüber komme. Ich kann nämlich nur auf maximal eine halbe Stunde auf meinen Stick kopieren. So, Debian anklang. Das hat wohl richtig zu sein. Ja, klar, ist, glaube ich, nicht. Also ich kenne den Ort, ja. Rostock, ja, da hat meine Oma gewohnt. Gute, glaube ich, mit auch, da ist sie dann auch beerdigt. Ich war im letzten Sommer, war ich da. Ja, vorletzten Sommer, vor 2 Jahren. So. Dann sind wir ja mal schon da, 55 Kilometer noch, wir sind eine Stunde zu früh. So, aber hier reicht's rüber. Klimaanlage. Alter, die steht auf 28 Grad, geht die mir nicht auf den Sack, ey. So, was haben wir jetzt? 80, 80 in die Rotenburg, klar, bei der Straße. Die Erkältung habe ich jetzt schon. So, wir haben keine 50 Kilometer mehr, liebe Leute. Da sind wir am Ziel. So, was haben wir hier wieder? Baustelle? Baustelle. Natürlich. Erstmal auf der Insel oder gibt es Baustelle? Was haben wir denn hier? Aber ich habe ja Zeit genug. Wir bauen für Sie an. Noch in der Fahrbahn bis Juli 14, 22 und 35. Jau. Nett. Also noch 12 Jahre. Das heißt, wir stehen erstmal schon in der Baustelle. Ich sage ja, ja, es klingt nach viel Zeit, eine Stunde, aber wie gesagt, das kann ich nicht schon vorstellen, kann das mir nicht anders ausführen. Wir müssen jetzt hier links rein. Okay. So, weil der blaue ist mal da durch. Genau. Okay, der LKW denkt ein bisschen mit. Bleibt schön dahinter stehen. Dankeschön, Kollege. Das hat man musste mal heute nicht haben. Man musste mal heute 21 nicht immer funktioniert. Sonst sind dann teilweise irgendwann so weit vorne, dass du musst nicht hochkommen. Und durch, oh, die KI, die checkt das ja nicht, wenn du sagst, okay, ich gebe dir mal die Vorfahrt dahin. Die bleibt da eigentlich ganz stehen.
Hier bleibt der LKW schon weit hinten stehen. Jetzt werden wir ohne Probleme rum. Dankeschön fürs Durchlassen und wunderbar. Hat das funktioniert? Wir sind gerade ein bisschen durchgegangen. So, da kommt schon wieder was entgegen. Das ist ein Taxi. Vier Taxi oder nicht? Vier Taxi für die Polizei. So, wo sind wir jetzt? Du bist doch rechts jetzt. Ach, Ahlbeck-Usedom. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich hier irgendwie... Wunderbar. Und da... Dann können wir rum, wenn wir beide Spuren benutzen wollen, müssen wir auf rechts und links gucken. Jetzt wäre das nur die linke Seite gewesen. So, sind wir gleich da, ne? Was? Schön. Und ja, ich fahre über die Controller, vom Controller, nur so den Teil. Also deswegen sieht das auch ein bisschen so hakelig aus. Ja, ich kann auch im Lenkrad fahren, theoretisch, aber A, müsste ich dann meine Setup umbauen und B, habe ich mein Lenkrad noch nicht angeschlossen. Also ich habe eins hier, neues. Komplett neues Lenkrad, damit ich auch irgendwann mal voll einzocke. Und wenn das neue F1 rauskommt, gibt es auch wieder ein Koop-Let's Play. Mit dem Sukramano zusammen. Ja, Formel 1 2023 im Koop-Modus. Ich habe mir jetzt tatsächlich das Logitech T300 GT gekauft mit dem Ferrari SF1000 Aufsatz. Es ist noch nicht ausgepackt, also es ist. Der Talk ist aufgemacht, das Lenkrad steht aber noch nicht dran. Ich muss mal gucken, ob ich heute Abend noch dazu komme, ja, heute im Laufe des Tages noch dazu komme, mir das Lenkrad aufzubauen. So, schön über die Brücke hier. Das ist aber noch nicht die Originale, ne? Das ist doch die große Brücke. Sind wir das Spiel schon auf der Setup? So, sind wir? Wir sind eigentlich schon da. Oder? Es sind noch 12 Kilometer. Wir haben jetzt offiziell Usedom freigeschaltet. Ich habe eine Trophäe gekriegt. Okay. Ich hatte eigentlich jetzt erwartet, dass wir... Also wir hätten mal Wolgas fahren müssen, glaube ich, ne? Weil es gibt ja die große Seebrücke nach Usedom rein. Wir hätten mal Wolgas, glaube ich, fahren müssen. Aber Wolgas haben wir noch nicht frei. Boah, Alter, das ist aber eine Ecke hier. So, 6 Kilometer und wir sind mittlerweile bei 40 Minuten zu früh. So, fahren wir mal weiter. Wie sieht die Tagabzeige aus? Gerade so ein bisschen nebenbei. Guck mal. Ach, ich hatte gerade. Guck mal gleich, aber da sind wir sind in ein paar Minuten, ein paar Sekunden da. Ach ja. Ja, mein Gott, ich stehe auf 28 Grad, gehen wir nicht auf den Winkel. So, da sind wir auf Usedom. Jetzt müssen wir kurz gucken. Hier ist der Halt, das ist kein Stoppschild. Nee, wir dürfen mit der Rolle davor fahren. Zur Sichtlinie. So, da kommt nichts. Also rüber. Was ich mir gewünscht hätte, wäre mehr Publikum. Sprich, mehr Fußgänger. Wir müssen nicht auf Fußgänger achten. Auf der schönen Insel Usedom. Und da vorne ist unser Ziel. Und damit wünsche ich euch definitiv alle mal einen schönen Urlaub. Auf dieser tollen Insel. Leicht uns auch schon. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, so bin ich halt, ne? So, Usedom freigeschaltet, jetzt können wir auf den neutralen Gang stellen. So, kommen Sie rein. Tür auf, Tür 2 auf. Jetzt brauchen wir alles nicht mehr. Gut, dann sage ich aus. Da wie aus. Und die haben wir ja auch. Haben wir ja auch aus.
So, da sind wir dann schon. Ihr könnt euer Gepäck nehmen und tschüss. So, das war unsere Reise von Berlin aus nach Usedom. In der nächsten Episode werden wir uns ein bisschen die Gegend hier angucken, also sprich, weil ja, wir werden nach Wolgast fahren. Fehlt uns noch, glaube ich. Warte mal. Genau, es fehlt noch Aalbeck. Wir werden dann nach Aalbeck fahren, dann fahren wir tanken wahrscheinlich. Von Aalbeck aus fahren wir dann nach Wolgast. Und dann geht es hoch nach Rügen. Stralsund und Silly. Dann haben wir nämlich die Ecke hier oben frei. Also quasi wird es in der nächsten Folge ein bisschen Inselrundenfahrt geben. Oder nächste Folge. Ich war schon mit ein, zwei Folgen mit auf dem. Weil ich glaube, der Weg von Wolgast nach Stralsund ist nicht so weit. Wir haben jetzt 290 Kilometer, was wir jetzt, glaube ich, hinter uns. Die haben wir jetzt in einer knappen Stunde oder was runtergeballert. Und jetzt sind wir da. Ja, wir haben zumindest das geschafft. Wir haben die Frage, wir haben den nächsten Ort freigeschaltet. Das ist der dritte Ort. Wir sind in Leipzig da in der ersten Folge gestartet. Wir sind nach Berlin gefahren. Von Berlin aus mittlerweile sind wir jetzt auf Usedom. Und von Usedom geht es jetzt weiter nach Aalbeck und Wolgast. Und dann geht es halt, wie gesagt, auch nach Stralsund, Zellin und Rostock. Gut, wir sehen uns mal wieder. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier beim Fernbus Simulator. Bis dann. Tschüss. Ich vergesse es immer wieder. Wir nehmen uns natürlich doch die Erfahrungspunkte mit. Ja, wie gesagt, wir sind im Usedom und ich habe euch auch angekündigt, wir sind schon mittlerweile am Start. Das heißt, wir machen locken uns doch aus, nehmen uns natürlich die Punkte mit. Gucken wir mal, was wir haben. Fahrgäste waren 15 von 15. Wir haben also keinen vergessen. Keine Tickets verkauft. Ungültige Tickets eingecheckt haben wir nicht verkauft. Haben wir nicht drauf geachtet. Abgeschlossene Stopps 2 von 2. Sprich Berlin und Usedom. Kontakt mit Zentrale Baum. Haben wir eine Kontaktzentrale? Jetzt habe ich Kontaktzentrale gemacht. Okay, eigentlich war nichts heute soweit. Tanken braucht man, haben wir nicht. Tanklich leer gefahren. Zwar gefahrene Kilometer 296. Heute kann man 1000. Wow. Überpünktlichkeit. Wow, ja, wir sind fast eine Stunde zu früh. PC haben wir freigegeben. Leselicht, WLAN. Und die Klimaanlage hat da gemeckert die ganze Zeit. Braucht man nicht. Anzeige abgespielt, klar. Haben wir ja, mussten wir ja machen einmal. Verkehrsregeln. Sachschäden 3. Ja, mal passiert. Vereine kann ich nichts dafür. Vereine kann ich nichts dafür, würde ich sagen. Das war nämlich das einmal das Reinziehen von der Polizei. Radarkontrolle, wir sind nicht einmal geblitzt worden. Da ist 2. Auf der Straße gefahren, 96,8%. Ja, Geschwindigkeitslimits eingehalten, 98% knapp. Sicherheitsabstand eingehalten, 7. Ist egal, ist es virtuell, ist es nicht weiter tragisch. So, nehmen wir mit. Und wir erreichen Level 3. Und damit dürfen wir, glaube ich, jetzt mittlerweile auch abends und in der Nacht fahren. 17 Uhr, ja. Sehr schön. So, wir bauen jetzt eine neue Route. Ich habe ja mittlerweile angekündigt, dass wir eine neue Route haben wollen. Und dass wir jetzt von... Das ist jetzt die 03 wahrscheinlich dann, ne? Die 03. Genau, fertig. So. Mit der Karte hier. Wir fahren jetzt von Usedom aus nach Aalbeck, wenn ich das darf. Hier, aber Usedom. So, warte. Das ist jetzt Haltestelle hier. Nach Aalbeck. Was uns lässt. Darf ich das noch nicht? Genau. Usedom, Aalbeck. Das nehmen wir mit. Und Wolgast dürfen wir natürlich noch nicht mitnehmen. Dürfen wir Stralsund schon mitnehmen? Oh ja, wir dürfen sogar schon Stralsund mitnehmen. Ich würde aber Wolgast eigentlich noch mitnehmen gerne als Haltestelle. Das ist keine Haltestelle? Warum ist da keine Haltestelle? Ist Wolgast keine Haltestelle? Okay, ist das so der Ort da aber? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Also wir dürften tatsächlich schon. Ja, ich möchte gerne Teilstücke fahren. Also Sprichwörter dann mit Dings, mit. Dann machen wir es doch komplett. Warte mal, dann fahren wir nämlich mehrere Haltestellen an. Ich dachte, wir dürfen nur zwei, wenn wir die Städte freigeschaltet haben. Nein, wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie mit. Wir fahren mehrere Teilstücke. Ich könnte jetzt tatsächlich alles mit reinnehmen, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich fahre jetzt erstmal nur. Wir fahren jetzt. Usedom, Aalbeck,
Stralsund, Celine, sprich Usedom und warum dürfen wir da nicht da hochfahren? Was ist Spaß, warum fahre ich über Wolgast? Warum fahren wir nicht über Wolgast? Ich würde da gerne tanken oder was machen. Ist doch sinnfrei, oder? Ja, okay. Bei Wolgast darf ich gar nicht mit reinnehmen, okay. Gibt es keine Fixbushaltestelle? Weil fast alles gibt es, aber hier in Wolgast gibt es keine. Okay. Gesperrte Bushaltestelle, so ein Busbahnhof. Ja, gut, okay. Aber wir werden heute eine kleine Inselrundfahrt machen. Das sind jetzt insgesamt das sind nur 237 Kilometer? Das ist doch nicht mal viel. Das ist doch nicht mal viel. Das schaffen wir sogar in einem Rutsch. Das schaffen wir sogar komplett in einem Rutsch. Alles. Ich dachte, wir könnten jetzt so stückeweise fahren. Usedomer Heilweg und dann strahlen so Zelit, dass wir das alles in einem Rutsch machen. Nein, wir machen es einfach komplett. Wir machen es einfach komplett. Das sind angeblich 3 Stunden 40. So. Gut. Gut. Zurück. Dann speichern wir das ganze Ding. So. Usedom Celine. Die Route nehmen wir. Warum auch immer Wolgast nicht mit drin ist, verstehe ich nicht, weil ich würde eigentlich gerne die Rundefahrt machen. Und zwar quasi von Usedom nach Albeck. Aber darf ich nicht über Wolgast fahren? Sagt man, darf ich mir dann die ganze Zeit, nee, ich bin falsch? Blöde Frage, wenn ich Wolgast, weil ich, was macht für mich jetzt sinnfrei? Usedom, Albeck und dann geradeaus, wo die Tankstelle ist, und dann immer Wolgast zu fahren und in die Ecke um mitzunehmen. Ist doch jetzt Schwachsinn, als den ganzen Weg da wieder zurückzufahren, da wieder zu drehen. Warte mal, kann ich die nicht bearbeiten, die Route? Irgendwie? Scheinbar nicht, ne? Expressroute, ist das, macht das Sinn? So. Bearbeiten. Scheinbar. Irgendwie. Keine Ahnung. Gut.